So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter Tri-Ultimate. Heute allerdings mal in der Solo-Variante. Das heißt Solo mit meinen beiden kleinen Schmackos hier, die da so lustig rumhüpfen und rumtanzen. Ich dachte mir, ich mache einfach mal einen Solo-Part, in dem ich mich mit ein paar größeren Monstern prügle, um zu gucken, ob ich das denn schaffe oder nicht. Und ich dachte mir mal so, für heute steht erstmal auf dem Plan ein hungriger Demonjo. Ja, ich nehme mir gleich das Schwächste für einen Anfang und so, ne? Jetzt muss ich aber erstmal gucken, was ich da alles mitnehme. Was habe ich denn hier noch alles? Oh Gott, ich habe noch alle möglichen Scheiße hier drin. So, die Fallgrube bleibt mal drin. Dungbomben auf jeden Fall, Beruhigungsbomben auch. Maxi-Trank, Energy-Drink. Lebenspulver brauche ich wahrscheinlich eher nicht. Also, verstauen kann ich es ja. Nein, nicht das. Das Kraftamulett möchte ich schon ganz gerne wieder mitnehmen. So, dann brauche ich Megatränke. Ich brauche normale Tränke. Ich brauche keinen Honig, weil ich davon noch genug habe. Wetzsteine. Hiervon eine Falle, davon zwei Stück. Blitzbomben können auch nie schaden. Teleporter für einen Notfall. Der hungrige Joe ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in der Tundra, also Heißgetränke noch. Sprintsäfte habe ich leider nicht großartig, sonst hätte ich da welche mitgenommen. Dämonenmittel, komm. Fallengeräte habe ich dabei. Gut, dann brauche ich noch zwei Donnerkäfer. Damit es auch Sinn macht. Und dann brauche ich die Fleische. Und dann ist der Beutel auch, glaube ich, voll. Ja. Zack. Zack. So. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich habe Fallengeräte und Donnerkäfer zum Nachkombinieren. Ich habe Honig und Tränke zum Nachkombinieren. Aha, ich habe keine Kombibücher. Ha, gut. Dann fallen. Ja, ach komm, ich muss erstmal was ablegen. Dann fallen die Dämonenmittel und der Teleporter wohl wieder raus. Und ich nehme die beiden Kombibücher mit. So. Maxi-Tränke habe ich. Energy-Drinks für die Ausdauer. Heißgetränke für die Tundra. Zeug, Stuff, Zeug, Bomben. Gott, das kann nur schief gehen. Das kann nur sowas von schief gehen. Na mal gucken, was das wird. Muss ich sowieso erstmal in die Taverne. Taverne bitte. Ach ja. Alleine einen Joe, das wird spaßig. Also ein Rage-Joe sogar. Dupdidu, wo ist er? Event-Quests. Unersättliches und hier, da ist er doch. Tundra. Futtern wäre auch nicht schlecht. Oh scheiße, ich brauche noch Diamantsamen eigentlich. Gutschein erstmal. Was nehme ich denn für die Diamantsamen noch raus? Oder brauche ich die nicht? Diamantsamen für Dev wären schon ganz cool eigentlich. Bombardier und Orakel. Feuer und Giga-Glückskatze. Ich nehme lieber das Orakel mit. Auch wenn der sowieso in 2 startet. Glaube ich. Oh Gott. Habe ich noch irgendwas, was ich weglegen kann für die. Für die. Fassbomben will ich nicht weglegen. Ich will ihn zumindest sprengen. Blitzbomben könnte ich noch weglegen, aber. Ja, doch, Blitzbomben gegen Diamantsamen tauschen, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich kann es ja nicht direkt austauschen. Wo sind jetzt die Diamantsamen? Da. Dankeschön. So, dann auf in die Schlacht. Ich werde so verlieren. Dupdi-dupdi-du.
Warum mache ich das? Oh geil. Heiß Getränk. Nach da oben muss ich. Und ja, er ist in zwei. So, muss ich noch irgendwas einschmeißen? Ich glaube ja nicht. Ich kann schon mal das Rauschfleisch rausholen. Dann kann ich ihn gleich schlafen legen. Oh, Fangos. Why Fangos? Ich hätte noch nachladen können, aber egal. Hi, na? Alles fit? Kleiner. Und zack. Danke. Oh, er füttert direkt. Cool. Das nenne ich praktisch. Zack. Zack. Hier eine Fallgrube hin. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen weit weg. Ach, wird schon passen. Und zünden. Schwams. Ja, das ist ein bisschen weit weg. Scheiße. Fuck. Miep. Oh, jetzt ist er drin. Na geil. Ach, doof. So. Zack. Und nachladen und blocken, bitte. Danke. Oh Gott, wie ich abpralle. Cool. Nicht. Ja, ich darf ihn dann wohl kaputt schießen. Wenn ich an seinem Bauch abpralle. Junge. Ich brauche Ausdauer. Oh oh. Dupdi-dupdi-du. Wenigstens. Wow. Das war. Oh, ups, die Fresse. Okay. Cool. Das ging flott. Flotter als erwartet, muss ich sagen. Wie gut, dass ich Fechten habe. So, Junge. Kavooms. Danke. Oh, er ist schon wieder nicht mehr Rage. Cool. So. Zack. Nee. Dann halt nicht. Zack. Und zack. Autsch. Könnte schon mal auf die Megatränke wechseln. Und ich könnte gleich vielleicht schon mal ein Parafleisch legen. Vielleicht will er ja schon wieder futtern. Ah, ich leg schon mal das Parafleisch. Stein. Oh, danke, Chacha. Dann die noch dazu. Und er futtert. Sehr gut. Dann ab auf den Schweif. Einfach, weil ich es kann. Wäre schon ganz cool, wenn der Schweif noch abfällt. Zack, zack, zack. Oh, hallo Waffenstärke. Und einmal das hier. Zack, hat sogar getroffen. Cool. Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen. Ah, klasse. So, so, so. Ach, komm. Zack. Ach, und wieder dein Atem. Der ist so riesengroß bei dem Viech. Ach ja, komm, wieder der Atem. Kannst du was anderes, Joe? Scheinbar nicht. Ups. Der ist vor daneben. Und zwar so ziemlich. Zack. Junge. Bleib doch mal stehen. Oh, er ist auch schon wieder Non-Rage. Also. So halb. Oder? Ja. Ich sollte nur trotzdem mal irgendwann wetzen. Ach, bei Gelegenheit. Wenn er das Gebiet verlässt oder so.
Wow, 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 wow. Lag. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Würdest du dich bitte wieder fangen, Rechner? Was geht ab? So, haha, hi. Da war gerade eben die Aufnahme, beziehungsweise das Bild wohl weg. Was ich irgendwie uncool finde, aber machst du nix. Aber egal, passt schon, hat sich ja wieder gefangen. Ach, ne, Jojo. Kann ich jetzt wetzen? Ja, komm, ich kann wetzen. Wow, wow, wow! Knappe Scheiße! War das jetzt mehr Glück als Verstand oder kam mir das nur so vor? Nein! Lass mich, danke. Ach, Mano. Ich würde mal gerne wieder ein Wyvern-Feuer loswerden. Bei Gelegenheit. Aber das kann ich nicht, solange du Rage bist. Oh, du bist nicht mehr Rage. Cool. Ah, Rot. Gut. Das heißt, einen Maxi-Trank einschmeißen. Einen Megatrank meine ich. Einen Energy-Drink einschmeißen. Aufs Giftfleisch wechseln. Und ihm das gleiche hinlegen. Oh, meine Viecher sind ja beide hinüber. Doof. No, you don't. Und Bulfango? Au. Danke, Fango. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Joe die Fangos irgendwann plättet. Damit die mich nicht nerven. Ach komm, nee, das mach ich selber. Danke. Joe, hier liegt Fleisch für dich. Ich habe gehört, du bist hungrig. Perfekt. Und Shabams. Hat es überhaupt getroffen? Nein, hat es nicht. Warum? Trollolol. Oh nein, Wärmeeffekt. Ich bin dann mal kurz aus dem Gebiet. Das tue ich mir nicht hier drin an. So. Einmal rein damit. Einmal noch die Muni nachladen. Und weiter geht's. Chacha ist auch wieder da, sehr schön. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Oh, oh. Wow. Wow. Wahaha, hi. Ui, ui, ah. Aua. Wenigstens hat er nicht gesabbert. Lass dich treffen. Au, das war doof. Das war fucking doof. Oh, danke. Danke, Kayama. Chacha, willst du auch noch? Bitte, vielleicht? Oder so. Joe nicht mehr Rage. Das heißt, ich kann heilen. Holla, das war knapp. Das war aber auch selber doof. War quasi eigene Blödheit. Gott, das Biest will ich nicht ohne Death-Waffe machen. Nicht ohne Blockwaffe. Oh, hoppla, sorry. War nicht meine Absicht, eigentlich schon. Ach, das war doof. Ich werde nachlässig. Ah, danke. Cha-cha. Cha-cha-cha. Ach, nee. Hep, nein. Ach, Joe kann das auch. Mano. Oh, das war knapp. Jetzt muss ich doch mal selber heilen. Ellen, scheiße. Uncool, Joe. Uncool. Ja, very uncool. So, da triffst du mich nicht. Zumindest nicht so einfach. Hi, na? Ja, gut, hüpf mal da hinten hin. Ist in Ordnung. Ja. So. Ach, komm schon.
Das ist gut. Dann kann ich. Vielleicht schaffe ich es ja, ihn nochmal umzuwerfen, wenn ich aufs Bein drauf holze. Das heißt nochmal. Vielleicht schaffe ich es mal, ihn umzuwerfen, wenn ich aufs Bein drauf holze. Ach, und wetzen dürfte ich auch mal wieder. Lalala. Hi. Zack. Ich prall zwar ab hier, aber. Fechten sei Dank. Ist mir das egal. Du. Manu. Hat's getroffen? Ja, es hat sogar die Schnauze getroffen. Sehr geil. Aber dafür muss ich mich jetzt auch heilen. Ja, passt schon. Oh scheiße, ich hab den Death Drop drin. Ah, yeah. Not today, Joe. Not today. Ich könnte ihm mal eine Falle hinlegen, glaube ich. Ich habe ja noch ein paar Fallen, wenn ich ihn fangen sollen, wollen sollte. Ja, komm. Nein, nicht dran vorbei. Ich hasse dich. Ganz offiziell, ich hasse dich. Scheiß Biest. Das ist so normal. Ey. Oh nein, nein, keine Buggies. Die schläfern mich doch ein, wenn ich hier. Hau ab, Joe, bitte. Ech. Nee. Nee. Oh Gott, Ausdauer. Dupdidu. Needs. Fuck. Ausdauer. Oh, nein. Blöde Idee. Nein, 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 nein. Knapp. Holla die Waldfee. Nee. Jo. Nebenan liegt noch eine Falle für dich. Willst du da nicht reingehen? Nein, willst du wohl nicht. Das ist das andere nebenan. Na gut. Dann halt nicht. Dann ist die Falle halt für den Arsch. Ja. Nächster. Ja, so. Ech. Au. Ich sollte mal wieder auf Megatränke wechseln, bevor es knapp wird. Und er ist nicht mehr sauer. Ja, Joe ist gut. Ich weiß, du magst mich. So. Flop. Flop. Ach shit. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen mehr auf den Schweif konzentrieren, wenn ich will, dass der abfällt. Ach. Sofern ich dran käme. Und. Zack. Der hat gesessen. Dafür ist er jetzt auch sauer. Na. Schade. Hätte ja treffen können. Oh. Nicht schon wieder Frame Drops, das wäre kacke. Nein! Nein! Da. Bevor es knapp wird. Ich sollte ein bisschen mehr schießen, glaube ich. Ja, das war kacke. Danke. Ach. Flop. Meine beiden Kleinen sind tot. Autsch. Und ich müsste irgendwie zum Heilen kommen, bevor er mich jetzt hier durch den Block durchtötet. Aua. Vor allem müsste ich irgendwie zum Ausdauer regenerieren kommen. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank da.
Oh la la, das war knapp. Das ist wieder hungrig. Erstmal Megatränke kombinieren. Und eine Schockfalle, weil ich es kann. Da er meine da hinten noch für die Katz legt. Du. Ach komm. Oh nein. Yay, und da bin ich wieder. Mit dem Schuss melde ich mich zurück. Irgendwie ist das nicht so cool, über die Capture Card mit der Wii U aufzunehmen. Ich sollte das wieder anders machen, so wie sonst. Na gut, probieren kann man es mal. Joe. Why you schon wieder so hard? Zack. Und ich könnte mal wieder ein Wurfanfeuer irgendwann zünden, wenn es mal passt. Zum Beispiel nicht jetzt. Ich könnte vor allem mal wieder, obwohl ne, erst Wurfanfeuer, dann schärfen, oder? Nein, erst schärfen, dann Wurfanfeuer. So. Zack. Und zack. Und Treffer. Verdammt. Aber kein Death Drop, das ist gut. Ich wäre eigentlich der Meinung gewesen, dass ich den jetzt schon dreimal verdient hätte, weil er mich angesabbert hat, aber okay. Und komm schon, komm schon, komm schon. Boom! Danke! Das hat gesessen. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, weil er Rage ist. Wieder auf die Tränke wechseln. Flup. Ist eigentlich seine Fresse noch ganz? Also noch halbwegs ganz? Einmal gesplittert ist sie ja, das weiß ich. Aber ich sehe noch keine Narbe. Und er humpelt noch nicht. Miep. Na gut, Viertelstunde. Das ist ein G-Rank-Event-Monster. Naja. Gucken wir mal. Ach, ich hätte noch Ausdauer auffüllen können. Aber er ist schon wieder nicht mehr sauer. Ich mach trotzdem den Atem. Oh, cool. Praktisch. Na? Und zack. Ja, gut. Auch in Ordnung. Na komm. Boom! Und er ist nicht umgefallen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er jetzt umfällt. Naja gut. Jetzt ist die Fresse zum zweiten Mal kaputt. Danke. Ab dafür. Und schon wieder zurückgeschreckt. Und ich könnte jetzt wieder eine Falle legen. Die andere ist wenigstens endlich verschwunden. Er ist ziemlich hungrig und ziemlich am Ende gerade. Was ich ziemlich gut finde eigentlich. Und wehe er... Ja, okay. Jetzt komme ich natürlich nicht an den Schweif ran, aber was soll's. Ich halt einfach drauf. Au. Scheiße, Death Drop. Jetzt hätte ich vielleicht doch den Teleporter gebrauchen können. Jetzt hätte ich mich nämlich dann in der Basis im Bett hinlegen können. Dann wäre der Death Drop auch weg gewesen.
Okay. Das wollte ich. Und zack. Ja, wenigstens hat es den Schweif noch getroffen. Das ist jetzt natürlich uncool. Air Rage, ich mit Death Drop. Whoops. Zack. So. Nachgeladen. Und schon wieder. So. Boah, Monster, wo bist du? Danke, da. Und wieder. Yay, hi. Ach, Manu. Jetzt spammt er wieder den Kack rum. Oh, oh. Autsch. Fuck this. Oh, oh. Please let me live. Oh, danke. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Und das war wieder Rage. Aber kack drauf. Kayama ist sowieso jetzt wieder hinüber. Cha-Cha ist da. Ich fülle noch Ausdauer nach. Und wieder drauf. Ach ja, wieder Drachen, Atem, Zeug, Gedöns. Okay, cool. Mano. Sonst noch was? Au, das war doof. Das war richtig doof von mir. Oh, oh. Na gut, das geht natürlich die Verteidigung durch. Ach, Cha-Cha ist ja schon wieder hinüber. Mensch. So eine Seltenheit. Oh, oh. Na gut, der kommt sowieso nicht bis hier hinten. Dann gehen wir doch mal wieder. Weh, der folgt mir jetzt hier hin. Weh, ich habe gleich eine fette Schnauze im Rücken. Okay. Danke. Dann wollen wir doch hier mal nachfüllen und Megatränke nachfüllen. Und die Schockfalle nachfüllen. Für den Fall, dass ich ihn fangen will, immer noch. Hä? Where have you gone, Joe? Ist der mir jetzt entgegengekommen oder ist er nach 1 runter? Gehumpelt. Ist der mir jetzt entgegengekommen? Nein, der ist nach 7 hoch dann wahrscheinlich, oder? Oh. Suche. Ja, der ist nach 7 hoch. Gut. Na, wenn er meint, dann wollen wir doch mal wieder hier hoch. Dann dreht er wieder seine feste Runde. Hi, na? Ach, Fango! Na komm! Hat das irgendwas getroffen? Ich glaube nicht. Ich will den Schweif. Fango! Ernsthaft! Go and die! Danke, Kayamba. Ach, Mano. Das schon wieder. Zack. Jo. Darf ich ihn bitte auch mal treffen? Danke. Ups. Ech. Damn it. Ja, ne? Ja, gut, das kann ich blocken.
Oh oh. Okay, es war knapp. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Ach Junge. Sollte ich wirklich mehr schießen? Ich weiß es nicht. Ja gut. Der hat gesessen wenigstens. Oh nein. Yay. Mal wieder abgekackt. Yay. Ach, das ist doch nicht mehr feierlich. Ach, fuck. Das nächste Mal... Ach nee, jetzt auch noch Kälteeffekt. Hitze-Wärmeeffekt meine ich. Ach, puh. Ah, da ist Wand. Dann gehen wir mal kurz hier durch. So. Objektbeutel erstmal wieder ordnen. Energy nachfüllen. Money nachfüllen. Und just because I can und weil Safety und so. Betzstein. Ah, ich habe ja Diamantsamen dabei, ich Deppel. Ich denke die ganze Zeit, ja, scheiße, Death Drop. Und dann habe ich Diamantsamen dabei. Ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Ach, Mann. Yay. Dinge, die ich ausmachen sollte, wenn ich aufnehme. Fuck. Nein. Gut. Einmal wieder Gebiet wechseln. Da kommt er mir wahrscheinlich eh gleich hinterher. Diamantsamen, yay. Megatrank, yay. Buggy, yay. Wehe dir. So. So, nein. Nicht nochmal. Ey. Ich würde ihn ja echt gern mal umschmeißen, aber das wird so nix. Ach, fuck. Da hätte ich blocken sollen. Komm, komm, komm. Wumms. Das war doof. Und zwar so richtig. Danke. Wenigstens die kleine Gesundheitserholung. Kayama, möchtest du vielleicht mal die große noch tanzen? Danke. Alter, haut er schon wieder ab. Und er ist immer noch nicht am Humpeln. Hahaha. Ach, wie nett. Mensch. Ist überhaupt nicht uncool oder so. Ich habe Haare im Mund. Zack. Au. Ja, ja. Nee. Wenigstens hat mich der Drachenatem noch nicht getroffen bisher. Weil es schon wieder Non-Rage. Alles klar. Und spam trotzdem den Atem. Gut, Joe. Gut machst du das. Och, Manno. Ich will doch nur an den Schweif rankommen. Und umgefallen ist er auch noch nicht einmal. Ach, Mensch. Spammer. Na komm, jetzt aber. Nein, auch nicht. Alter. Fall doch einfach.
Das ist Zurückschrecken, das ist nicht umfallen. Oh, er humpelt. Cool. Ich hätte jetzt die Option, ihn zu fangen. Eigentlich... Nee. Ich bin ein richtiger Jäger. Ich kille die Monster. Und Kayamba ist ein richtiger Vollspaß. Der killt nicht. Der killt sich höchstens selbst. So, Joe, komm her. Ich habe da noch so einen Schweif, den du verlieren solltest. Nee, 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 so nicht. So nicht, sagte ich. Komm her. Ach, du bist ein Spast. Joe, du bist echt ein Spast. Ich hätte es wissen müssen. Ganz ehrlich. Zack, zack. Richtiger Spastel bist du. Spastel. Oh, oh. Na komm. Boom. Und jetzt humpelt der Rage weiter, ist klar. Joe, du bist ein Spastel. Na gut. Dann willst du halt da oben sterben. Ein Reißer. Naja, okay. Diamantsamen nochmal reinschmeißen. Just for safety. Nochmal nachschärfen. Just for safety. Und auf mehr Getränke wechseln. Just for safety. Wackel, wackel. Zack. Ach, Mano. Och. Nicht da hinten. Ich will nicht, dass du da hinten verreckst. Da kann ich dich nicht carven. Oh, du bist wieder... Monsieur Le Joe. Would you please lose your tail? Ich kann ja eigentlich knicken, den Schweif noch abzukriegen. Oh. Ja. Von unten in den Kiefer gepiekst. Würde ich meinen. Yay, geschafft! Hat aber auch lange genug gedauert. Über eine halbe Stunde jetzt. Das ist schon... Also, dass der ein bisschen dauert, hatte ich erwartet, klar. Aber über eine halbe Stunde ist ordentlich. Sagen wir ordentlich. Ein Dämonjo-Haken, das ist aber nett. Mein Kleiner. Na? So, dann setzen wir uns noch gescheit hin hier. Chillaxen in seinem Maul. Obwohl, nein. Wir machen hier, wir spielen Zahnarzt. Wir gucken ihm die Zähne an. Oder so. Sowas in der Richtung, vielleicht, oder auch nicht. Naja, gut. Aber hey, wir haben ihn erlegt. Das unersättliche Untier. Yay. Quest erfüllt. Wuhu. Klasse, dafür, dass ich den Haken ausgenommen habe, habe ich aber gar nicht mal so viel tolles Zeug gekriegt. Einmal schwarzes Blut und der Rest war scheiße. Ausweichdistanz 3, Feuerangriff minus 7. Ja. Nicht. Dankeschön. Na gut. Speichern, ja. Bitte. Aber ich würde fast sagen, das war auch dann erstmal die mehr oder weniger erste Folge von Solo-Zeug bei Monster Hunter Try 3 Ultimate und so. You know.
Ich traue mich fast nicht, das zu sagen, aber schreibt einfach in den Kommentaren, was ihr als nächstes sehen wollt für ein Viech. Ich sage aber gleich vornherein, ich werde keinen Solo-Mondlichtnager machen. Das ist, glaube ich, so die wahrscheinlich einzige Ausnahme, was ich überhaupt nicht probieren, was ich erst gar nicht probieren werde, weil das einfach für den Arsch ist, alleine. Ich mag zwar Nager, aber ich hasse den Mondlichtnager. Na gut. Aber wir sehen uns dann mit dem von euch abgestimmten Monster im nächsten Part wieder, würde ich sagen. Bis denn dann und see ya!